Hallo und willkommen hier wieder zu einer neuen Karte zu Yu-Gi-Oh! News, und zwar zu Aroma Seraph Jasmin, ein Pflanzen-Link-Monster. Hat hier und hier, also links und rechts unten, die Link-Pfeile, auch zwei Pflanzenmonster. Dann, wenn die Lebenspunkte höher sind als die des Gegners, kann diese Karte und die Pflanzenmonster, die dahin zeigt, wieder, also nicht durch Kampf zerstört werden. Man kann ein Monster, wo diese Karte halt hin zeigt, Tributen und ein Pflanzenmonster vom Deck als Spezialbeschwörung beschwören, in die Verteidigungsposition, so, jetzt habe ich es richtig. Ja, zum Beispiel die Herbstblume oder sowas wäre eine gute Wahl, oder die andere Blume, die Einzelfeuerblüte, oder die gleich wieder opfern und was anderes holen. Und aber pro Spielzug, man kann, wenn man Lebenspunkte erhält, davon einem Pflanzenmonster vom Deck in die Hand holen. Gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Karte. Wenn die Karte rauskommt, brauche ich sie auf jeden Fall für mein Naturia-Monster-Deck. Also eigentlich ist es nicht meins, aber ja, trotzdem meins. Und werde es da reingeben. Gut. Hier nochmal das süße kleine Artwork. Das war eine kurze News-Folge, ich weiß. Aber eine sehr gute News-Folge. Bis zum nächsten Mal.